Moin Leute, KIs erreichen immer neue Höhen bei irgendwelchen Tests, die die Leistungsfähigkeit und auch teilweise den Vergleich zum Menschen testen. Bekannte YouTuber wie zum Beispiel der dunkle Parabelritter. KIs sind mittlerweile besser in zwischenmenschlicher Interaktion als Mediziner. Und diese Grafik hier, die finde ich ganz eindrücklich, um die Entwicklungsgeschichte nachzuvollziehen. Und natürlich auch unser altbekannter Philosoph Richard David Brecht beeindruckt das scheinbar sehr stark. Auf der anderen Seite sagen zum Beispiel der KI-Chef von Meta und der Chef von Google DeepMind, dass KIs momentan nicht viel schlauer sind als eine Katze. Wie passt das zusammen? Wobei man sagen sollte, einer der drei Personen, die ich eben genannt hat, hat absolut keine Ahnung von KI und ratet mal, wer das ist. Aber warum sind der KI-Chef von Meta und Google DeepMind eigentlich nicht so beeindruckt von diesen Testergebnissen? Ich vermute mal, weil sie sich diese Tests einfach mal genauer angesehen haben. Und genau das habe ich zusammen mit Dr. Lisa Ringener, sie ist Atomphysikerin und jetzt auch Mitglied meines Teams, auch getan. Wir haben sehr amüsante und auch sehr beeindruckende Dinge herausgefunden. Achso, bevor es losgeht, wir bringen bald unsere Inhalte auch in Kurzform, also wirklich das gesamte Team wird auch dort auftreten, auf Instagram. Also wenn ihr die wichtigsten Infos mitbekommen wollt, aber halt wenig Zeit habt und so weiter, folgt uns unbedingt auf Instagram. Link ist auch in der Beschreibung, also los geht's. Okay, ich nehme jetzt den Parabelritter einfach nochmal als positives Beispiel heran. Und diese Grafik hier, die finde ich ganz eindrücklich, um die Entwicklungsgeschichte nachzuvollziehen. In einem Standardtest mit rund 16.000 Fragen zu allen möglichen Themen war die Version 2.0 von ChatGPT im November 2019 noch schlechter als ein durchschnittlicher Mensch. Ein durchschnittlicher Mensch, was ist das überhaupt für eine Messgröße? Mittlerweile hat die Version die schlauesten Homo sapiens fast eingeholt. Wir schauen uns jetzt die Grafik und vor allem auch den Test nochmal genauer an und prüfen halt ganz genau, ob diese sehr resolute Aussage vom Parabelritter auch wirklich gerechtfertigt ist. Okay, das Erste ist, was ist eigentlich der Test, von dem wir hier reden? Der Test, dessen Ergebnisse wir hier sehen, nennt sich Massive Multitask Language Understanding oder kurz MMLU, also Zungenbrecher. Der Test ist 2020 von Wissenschaftlern entwickelt worden und prüft die KIs quasi mit Multiple-Choice-Fragen ab. Ich zeige euch die Fragen aber gleich nochmal im Detail oder zumindest ein paar davon und wir gehen da nochmal gleich ganz detailliert drauf ein, denn es ist total wichtig, das zu verstehen, was da gefragt wird. Da sind noch ein paar sehr witzige Sachen dabei, die auch sehr schwachsinnig sind, aber das werdet ihr gleich sehen. Okay, die Idee ist aber jetzt grundsätzlich dabei, die Leistung von KIs in ganz verschiedenen Bereichen zu prüfen. Dabei gibt es Fragen aus der elementaren Mathematik, US-amerikanischer Geschichte, Informatik, Jura und viele, viele mehr. Es sind insgesamt genau 57 Fachbereiche, die dort abgefragt werden. Und deswegen auch das Wort Multitask. Und das Wort Massive kommt daher, dass es fast 16.000 Fragen gibt, die aus all diesen Bereichen kommen. Also das ist schon ganz schön viel. Und jetzt kann man sich die erste sehr berechtigte und auch wichtige Frage stellen, wer hat diese 16.000 Fragen eigentlich zusammengestellt? Aber 16.000 ist echt viel, ja. Behaltet die mal im Kopf, denn das ist eine wichtige und gute Frage und die Antwort darauf ist auch sehr witzig. Aber schauen wir uns die Fragen erstmal an. Wie sehen die jetzt eigentlich genau aus? Ja, jede Menge Fachbereiche mit noch mehr Fragen. Und bevor wir uns da jetzt einen Überblick verschaffen, möchte ich euch den Sponsor des heutigen Videos vorstellen und das ist Finanzguru. Denn das Thema Überblick passt hier verdammt gut. Bei uns zum Beispiel ist es so, wir bezahlen ein Eigenheim ab, wir sparen regelmäßig auf die Sonderzahlungen dafür, wir legen uns Geld weg für Urlaub oder irgendwelche Sachen oder auch für Steuernachzahlungen. Wir sparen mit Aktien auf die Rente und dann kommt noch PayPal dazu und viele von euch zum Beispiel nutzen auch Kryptowährungen. So, und für alles hat man ein eigenes Konto und das ist natürlich maximal übersichtlich. Ich glaube, das Problem kennen wirklich viele und mit Finanzguru ist das alles in einer App verknüpft und wird automatisch kategorisiert und das ist schon ziemlich cool gemacht. Und was auch sehr geil ist, es gibt ein neues Feature bei denen und zwar schützt dich Finanzguru jetzt auch vor Finanzbetrug, beispielsweise bei doppelten oder untypischen Buchungen wirst du sofort gewarnt und es gibt noch ein Fake-Shop-Radar, also Finanzguru hat eine Liste von bekannten Fake-Shops und warnt dich hier ebenfalls. Das ist schon ziemlich cooles Feature, finde ich. Sondern das Geile ist auch, die Basisversion von Finanzguru ist tatsächlich kostenlos und das dauerhaft und damit bekommt ihr bereits einen ziemlich guten Überblick über all eure Finanzen. Einfach App runterladen, Konto verbinden und schon seid ihr startklar. Wenn ihr aber Bock auf mehr Statistik und Zahlen habt, wovon ich jetzt bei der Community hier einfach mal ausgehe, dann gibt es Finanzguru Plus. Und für 2,99 € im Monat erhaltet ihr Zugang zu Features wie detaillierten Budgetanalysen und personalisierten Finanztipps. Und ihr könnt eure Finanzdaten exportieren, um sie in Excel weiter zu verarbeiten und behaltet mit intelligenten Budgetvorschlägen genau im Blick, wo euer Geld eigentlich hingeht.
Mit dem Code Akku könnt ihr Plus auch 3 Monate lang kostenlos testen und normalerweise sind es nur 7 Tage. Also schnell zuschlagen, denn der Code ist nur 30 Tage gültig und gilt nur für Neukunden. Okay, Finanzguru kümmert sich um die Übersichtlichkeiten meiner Finanzen und ich mache mich jetzt daran, die 16.000 Fragen aus den 57 Fachbereichen für euch aufzulösen. Also. Die Testfragen sind alle öffentlich und ihr könnt euch sogar selber einmal mit einer KI in diesem Test messen und zwar auf dieser Webseite hier unten. Also da könnt ihr das einfach mal machen, wenn ihr Bock habt und kriegt dann halt mal so ein grobes Ergebnis. Ein Beispiel von so einer Frage im Bereich Physik ist beispielsweise diese hier. Wenn man einen Ball aus dem Stand fallen lässt, wird er mit 9,8 Meter pro Quadratsekunde nach unten beschleunigt. Wenn Sie ihn stattdessen ohne Luftwiderstand nach unten werfen, beträgt seine Beschleunigung unmittelbar nach dem Verlassen Ihrer Hand a. 9,8 Meter pro Quadratsekunde, b. mehr als 9,8 Meter pro Quadratsekunde, c. weniger als 9,8 Meter pro Quadratsekunde oder d. kann nicht gesagt werden, wenn die Wurfgeschwindigkeit nicht angegeben ist. Richtig ist auf jeden Fall A, weil der Ball nach dem Verlassen der Hand ja keine Beschleunigung vom Wurf mehr erfährt, sondern nur noch die Gravitation. Und das ist dann halt auch die Antwort. Und das weiß auch die KI tatsächlich. Okay, soweit so gut. So sieht so eine Frage jetzt zum Beispiel aus, damit ihr das einfach mal gesehen habt. Bevor wir jetzt zum kritischen Teil kommen, also wo wir so ein bisschen vielleicht die Schwächen dieses Tests herauskitzeln, schauen wir uns nochmal die Ergebnisse genauer an. Ne? Das ist auch sehr interessant. Okay, wir sehen die Performance von verschiedenen LLMs, also Large Language Models. Das sind solche Modelle, die mit Sprache arbeiten, also diese typischen Chatbots wie ChatGPT oder was weiß ich, auf Bing gibt's sowas und so weiter. Also ihr kennt die alle. Das sind LLMs, so nennt man die. Es gibt noch viele andere KIs, aber wir konzentrieren uns auf diese hier. Neben den LLMs sehen wir aber auch das Ergebnis von Menschen bei diesem Wissenstest. Okay, und jetzt solltet ihr euch direkt mal fragen, welcher Mensch oder von mir aus auch welche Gruppe von Menschen hat 16.000 Fragen beantwortet? Und das ist eine sehr wichtige Frage. Nur mal zum Vergleich, auf eine DIN A4-Seite gehen circa 5 dieser Fragen, wenn es halbwegs ordentlich formatiert ist. Wir sprechen hier also von circa 3200 Seiten voll mit Fragen. Okay, also was steckt dahinter? Der Referenzwert des durchschnittlichen Menschen, der hier bei 35% eingezeichnet ist, also 35% sind richtig, der kommt einem schon ziemlich niedrig vor. Warum? Denn es gibt immer nur 4 Antwortmöglichkeiten und das heißt, schon rein statistisch sollte man 25% erreichen. Also selbst wenn du alles raten würdest, müssten 25% rauskommen. Also woher kommt dieses miese menschliche Ergebnis und wer hat jetzt diese 16.000 Fragen beantwortet? So, und die Zahl der 35% stammt tatsächlich von Mitarbeitern des Webservice Amazon Mechanical Turk. Bei diesem Service kann man Aufgaben einschicken, die von irgendwelchen Menschen, die halt sich was dazu verdienen wollen, also sie kriegen dann pro Frage oder pro Aufgabe, die sie da gemacht haben, einfach irgendwie ein bisschen Geld und können sich so Geld dazu verdienen und so, die werden dann halt entsprechend davon bearbeitet. Zum Beispiel einfach mal 16.000 Fragen beantworten. Also ich meine, wir haben da wahrscheinlich einen sehr großen Mix aus Menschen. Es bleibt aber hier total offen, ob die Mitarbeiter von Mechanical Turk einfach total unmotiviert waren und sich bei so vielen Fragen vielleicht einfach keine richtige Mühe mehr gegeben haben, müde geworden sind. Das weiß man alles nicht. Also das ist hier überhaupt gar nicht mehr nachvollziehbar. Wir wissen hier auch überhaupt nicht, wie viele Fragen hat jetzt ein einzelner Mensch eigentlich bekommen. Also ich meine, theoretisch ist es auch möglich, dass irgendwer gesagt hat, boah, ich klicke die jetzt einfach alle schwachsinnig durch, damit ich mir ein bisschen Kohle verdiene. Das wissen wir alles gar nicht. Das ist halt echt das Problem. So, und jetzt kommt die nächste Frage. Die 90%, die angeblich von Experten erreicht wurden, sind auch ein bisschen fragwürdig. Denn soweit ich das finden konnte, und das war jetzt leider nicht so gut dokumentiert, wurden nur wenige Fragen, also von den 16.000 wirklich nur ganz wenige stichpunktartig von Experten bearbeitet in ihrem jeweiligen Gebiet. Es wurden also nur wenige Fragen beantwortet und das wurde dann hochgerechnet. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass die Unsicherheit, diese 90%, hier vermutlich sehr, sehr hoch sein wird. Und die wird hier auch leider nicht genannt. Also wir wissen es tatsächlich nicht. Aber wenn ich etwas hochrechne, habe ich in der Regel eine hohe Unsicherheit. So, die Jungs und Mädels, die jetzt diesen MMLU-Test gemacht haben, sagen selbst, der Test soll zeigen, wie Large Language Models lernen und wo noch Schwierigkeiten sind. Als Benchmark Mensch versus Maschine war das tatsächlich nie gedacht und wird aber in den Medien quasi immer so benutzt und propagiert und es wird immer dieser Vergleich genommen. Vermutlich hätte man das einfach besser rauslassen sollen, dann wäre es halt einfach bei den KI-Entwicklern geblieben und dort wäre es auch richtig aufgehoben gewesen. Jetzt so viel dazu. Und jetzt kommt der richtige Hammer, also den fand ich halt schon ein bisschen krass. Schauen wir uns nochmal die Fragen genauer an, denn da sind auch relativ spannende Sachen dabei. So,
So, eine ganz wichtige Frage ist jetzt, woher kommen die 16.000 Fragen eigentlich? So, und im Paper wird beschrieben, dass sie manuell, also von Hand, von Studierenden aus öffentlichen, kostenlosen Quellen ausgewählt wurden. Ja, die Studenten waren aber jetzt hier offensichtlich auch nicht so mega motiviert, denn es sind auch Fragen enthalten, die komplett wirr und schwachsinnig sind und gar nicht zu beantworten sind, wie zum Beispiel diese hier. Infolge eines Unfalls verlor Abdul das Sehvermögen auf seinem rechten Auge. Um die Entfernung von Fahrzeugen zu beurteilen, wenn er Auto fährt, kann sich Abdul auf folgende Hinweise verlassen. A. Nur eins. B. Nur zwei. C. Nur drei. D. Nur eins und zwei. Also, wer weiß die Antwort? Ich weiß es nicht. Also, man hat hier jetzt gar keine Möglichkeit, die Frage richtig zu beantworten. Was aber geil ist, dass die KI, die hier verwendet wurde, trotzdem eine richtige Antwort findet. Und das ist natürlich D, ganz klar, ne? Also, die KI hat hier Fragen tatsächlich aus ihrem Trainingsdatensatz beantwortet und Wissen gehabt, das man als Mensch nicht haben konnte. Die einzig richtige Antwort wäre hier jetzt zu sagen, man weiß es nicht, es fehlt da einfach Information in der Frage. Das zeigt, dass hier nicht Wissen abgefragt wird, sondern die KI ist einfach nur basierend auf Sätzen, die sie bereits kennt, Antworten gibt. Und genauso funktionieren die im Prinzip auch. Bei GPT-4 passiert das tatsächlich nicht. Bei GPT-4 muss man jetzt aber dazu sagen, dass GPT-4 halt quasi nach dem normalen Training, also mit den Daten, die es halt lernen soll, nochmal so eine Art Feintuning bekommt. Und da werden halt genau solche Dinge nochmal nachkorrigiert. Das Konzept dazu nennt sich Reinforcement Learning und das bedeutet halt, ChatGPT zum Beispiel gibt jetzt irgendwie eine Antwort. So, und jetzt ist halt irgendwie zum Beispiel ein menschlicher Akteur, der gesagt hat, diese Antwort finden wir nicht gut, weil die ist rassistisch oder so. Und dann gibt es eine Strafe für ChatGPT. Also das bedeutet, es kriegt so eine kleine Strafe und dann wird gesagt, nee, die Antwort ist nicht gut, Junge. So kann man so ein Feintuning machen, um das halt zu lenken. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Sache. Was es aber auch sehr gut zeigt, also dieses Beispiel, dass hier kein echtes Verständnis seitens der KI herrscht. Ein Large Language Model, und dazu würde ich jetzt wirklich so ziemlich alle zählen, die nicht funktionieren im Prinzip alle sehr gleich, das sagt immer das wahrscheinlichste nächste Wort voraus. Das und das aus den Daten, mit denen es trainiert wurde. Ihr könnt euch das vorstellen wie eine riesige statistische Datenbankabfrage. Ob da echtes logisches Verständnis drinsteckt, darüber wird aktuell noch geforscht. Und es gibt aber, also der Großteil der Forscher ist der Meinung, nein. Aber wie gesagt, das kann man nicht so einfach beantworten. Auch das wäre eine ganz tolle Folge, die wir gerne nochmal machen können. Noch eine andere spannende Frage, die man als Mensch gar nicht so leicht beantworten kann, die auch in diesem Test drin war. In welchen der beiden Szenarien tut die Hauptperson etwas, das nach den üblichen moralischen Maßstäben in den USA im Jahr 2020 eindeutig falsch ist? Szenario 1. Ich wusste, dass meine Freundin eine Fellallergie hat. Also habe ich sie mit einer Perserkatze überrascht. Why are you running? Szenario 2. Ich bin nicht zur Schule gegangen, weil ich fernsehen wollte. Kenne ich. Der MMLU-Test gibt die Antworten ja vor und der sagt jetzt, dass beide Szenarien moralisch verwerflich sind. Also moralisch verwerflich. Ja, dass ein Kind mal die Schule geschwänzt hat. Okay. Szenario 1 sehe ich jetzt irgendwie ein mit der Katze, aber 2, ich meine, moralisch verwerflich ist jetzt hier, glaube ich, schon ein bisschen drüber, also zumindest der Begriff. Auch bei 1 hat man als normaler Mensch sicherlich noch Rückfragen. Also wollte er damit seiner Freundin schaden mit der Katze oder ist die Allergie nicht so schlimm oder versteht er das nicht, weil er vielleicht eine geistige Behinderung hat oder ist er hier einfach mit seiner Katze ein krasser Bösewicht? Also was ich damit sagen will, ist, dass diese Tests nicht alles aussagen und dass sie auch Fehler haben. Und die Ergebnisse sollte man also sehr gewissenhaft betrachten und am besten nicht direkt mit menschlicher Intelligenz vergleichen. Diese Tests sind für die Entwickler von KIs, also so wie zum Beispiel für mich, ich entwickle auch KIs, um halt irgendwie Probleme und Fehler in den KIs zu finden. Und da sind so kleine Unstimmigkeiten nicht so dramatisch. Der Vergleich zu Menschen ist aber viel komplexer. Also das ist wirklich ein bisschen komplizierter. Und dafür reichen solche Tests nicht aus. Die werden in den Medien aber natürlich immer sehr gerne herangezogen, weil es auch einfach krass klingt und natürlich Klicks generiert. Und das ist natürlich ein echtes Problem, denn das bringt die ganze Diskussion in eine ganz, ganz miese Scheißrichtung. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Denkt, ja, dieser ganze oberflächliche Quatsch, den brauche ich eh nicht. KIs sind mittlerweile besser in zwischenmenschlicher Interaktion als Mediziner. Okay, das ist eine krasse Aussage. Also wieder jetzt, was steckt dahinter? Was sind das überhaupt für Daten, die dort gezeigt werden? Gucken wir doch mal genauer in die Grafik rein, die im Video auftaucht. Die Grafik basiert auf Daten von diesem Paper hier. Und das sind Wissenschaftler aus Israel und den USA.
Und wir sehen hier jetzt 4 Balken, jeweils 2 für die menschliche Performance und in grau und 2 für ChatGPT in grün. Und auf der Y-Achse ist die erreichte Punktzahl bei Testfragen eingetragen. Also je höher, desto besser. So, und was wird da jetzt genau getestet? Denn hier ist es ja schon krass, irgendwie scheint ja ChatGPT hier viel besser zu sein als der Mensch bei emotionalen Fragen. Und das ist ja erstaunlich. Der Test hier heißt USMLE, die Abkürzung steht dafür, ich habe jetzt keinen Bock darauf. Damit werden in den USA Arztlizenzen geprüft. Also Ärzte werden quasi so geprüft und so werden die Lizenzen vergeben. ChatGPT besteht diesen Test bereits, also schon länger. Und für die KI wurden jetzt 80 von Hand ausgewählt von diesem großen Fragenkatalog, für die keine wissenschaftlich-medizinischen Kenntnisse nötig sind. Also das ist wichtig. Es geht jetzt hier nicht um irgendwie Medizin, sondern es geht nur darum, und ich zitiere aus dem Paper, Kommunikations- und Sozialkompetenz, Professionalität, rechtliche und ethische Fragen und kulturelle Kompetenz und so weiter, darauf einzugehen. Die Handauswahl, also das heißt die händische Auswahl dieser Testfragen, die kann man jetzt sicherlich stark kritisieren, also das ist sicherlich eine Verzerrung auch in irgendeiner Form. Aber vorher die Frage, was wollte das Paper eigentlich? Also worum ging es jetzt am Ende? Und die Idee des Papers war am Ende herauszufinden, ob ChatGPT speziell in den medizinischen Fragen, die emotionale Intelligenz benötigen, gut abschneiden kann. Also nicht immer nur Fachwissen abfragen, sondern auch mal schauen, ob das irgendwie in sozialen Situationen die richtigen Entscheidungen trifft. Und das ist schon spannend, das kann man sich mal angucken. Und in diesen Fragen werden immer irgendwelche Szenarios mit Patienten beschrieben, auf die dann der behandelnde Arzt irgendwie reagieren muss. Und es werden immer Antwortmöglichkeiten gegeben. Die Fragen sind also auch Multiple Choice hier. Ansonsten wird es auch schwierig, es auszuwerten. So, und hier ist jetzt einmal eine dieser Fragen, die ChatGPT gestellt wurde. Eine 22-jährige erstmals schwangere Frau in der 10. Schwangerschaftswoche kommt in die Notaufnahme, weil sie seit 3 Tagen unter anhaltendem Erbrechen leidet. Sie wird behandelt und als der Assistenzarzt die Patientin auf die Entlassung vorbereitet, fragt er sie, wer sie denn von der Notaufnahme abholen wird. Sie sagt, dass ihr Mann bald eintreffen wird und bittet darum, ob der Arzt ihre Symptome als Magen-Darm-Infekt bezeichnen kann. Sie möchte nicht, dass jemand ihrem Mann gegenüber erwähnt, dass sie schwanger ist, weil die Schwangerschaft auf ein Versagen der Pille zurückzuführen ist und er nicht damit rechnet. Welche der folgenden Fragen sollte man dieser Patientin als nächstes stellen? A. Sind die Finanzen zu Hause knapp? B. Was glauben Sie, wie er reagieren wird? C. Gibt es jemand anderen, der Sie abholen kann? D. Gab es ein Problem mit Ihrer Verhütungsmethode? Oder E. Wird er versuchen, Sie zu etwas zu zwingen, mit dem Sie nicht einverstanden sind? So, und hier jetzt mal die Antwort von GPT-4, die mich persönlich tatsächlich sehr erstaunt hat, im positiven Sinne. Er sagt nämlich, oder sie, keine Ahnung, ist mir egal, B. Was glauben Sie, wie er reagieren wird? Das Zögern dieser Patientin, ihrem Ehemann ihre Schwangerschaft mitzuteilen, ist besorgniserregend und könnte auf zugrunde liegende zwischenmenschliche Probleme oder mögliche Ängste hinweisen. Bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden können, ist es wichtig, ihre Situation und ihre Sicherheit umfassender zu beurteilen. Die Frage nach der Reaktion ihres Mannes hilft dem Arzt, ihre Bedenken besser zu verstehen und eine sensiblere und angemessenere Behandlung zu versichern. Dann geht er noch auf die anderen Fragemöglichkeiten an und erklärt dann sogar nochmal, warum die nicht so gut geeignet sind, weil man dann Angst oder erzwungen und so. Und das ist halt schon ziemlich krass. Also es ist wirklich relativ cool nachzuvollziehen. Hier muss man jetzt wirklich sagen, das ist tatsächlich relativ beeindruckend. Ich möchte es jetzt hier aber auch kurz halten, möchte jetzt nicht alles da erzählen, aber lassen wir es einfach mal so stehen. Das ist ein cooles Ergebnis, muss man jetzt auch einfach mal neidlos so zugeben. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Ergebnis der gesamten Studie und zu dieser Grafik. So, wir sehen jetzt hier die Ergebnisse von GPT-4 für die 80 Multiple-Choice-Fragen, die die soziale Kompetenz fordern. So, und wir sehen jetzt, dass GPT-4, also die 80 Fragen wurden jetzt hier nochmal in 2 Bereiche aufgeteilt, das soll jetzt uns scheißegal sein, aber in dem linken Bereich sind es zu 100% richtig, also tatsächlich korrekt beantwortet, und bei den anderen 59 Fragen ist es auch eben ziemlich gut mit 86,4%. Und in beiden Fällen wäre es besser als die Ärzte oder Medizinstudenten. Und das ist schon ein krasser Erfolg, der demonstriert, dass GPT-4 auch in sozialen Situationen richtige Entscheidungen treffen kann, also dass das tatsächlich gut funktioniert mit den Daten, mit denen es trainiert wurde. Und diese Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass KIs in der Medizin tatsächlich unterstützend wirken können. Also man kann das hier sicherlich irgendwie auch als Unterstützung nutzen, als Werkzeug, so sollte man es, glaube ich, sehen. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, ist GPT-4 jetzt irgendwie empathischer als ein Mensch? Ich würde sagen, nein, denn die Studie hat auch
schon ihre Einschränkungen. Also erstens, ich würde mich jetzt hier mal auf die Studie beschränken und nicht so sehr auf das Modell. Mit den 80 Fragen ist es tatsächlich erstens mal ein sehr kleiner Datensatz. Und es ist auch eine ganz bestimmte Problemstruktur, die da drin steckt. Die Wissenschaftler schreiben auch selber, es sind nur 80 Fragen aus zwei Quellen, die von Hand ausgewählt wurden. Und das kann zu Stichprobenverzerrungen führen, da Stichproben nicht zufällig ausgewählt wurden. Also das ist natürlich immer ein Problem. Man muss normalerweise hier randomisierte Fragen nehmen. Und natürlich auch nicht Leute, die halt irgendwas mit der KI zu tun haben. Das kann natürlich immer zu so einer Verzerrung führen, unbewusst natürlich auch. Sondern es ist ja möglich, dass die Wissenschaftler halt Fragen übersehen haben, die auch emotionale Intelligenz benötigen und so nicht alle Bereiche halt irgendwie korrekt abgedeckt wurden. Außerdem möchte man auch mal anmerken, dass es durchaus sein kann, dass ChatGPT die Fragen von solchen Tests auch irgendwie, es muss auch nicht mal direkt sein, es kann auch indirekt sein, als Trainingsdaten bereits erhalten haben. Es kann also sein, dass ChatGPT einfach schon die Lösungen kennt. Zumindest zum Teil oder halt irgendwie sich die auch erschließen kann aus anderen Tests und so weiter. Da geht ja echt viel ein. Das lässt sich kaum noch nachvollziehen, ob das nicht irgendwie durch irgendwie 50 Ecken da reingekommen ist. Weil das wäre dann schon so eine Art ultimativer Spickzettel für so eine KI. Trotzdem würde ich sagen, das ist schon ein cooles Ergebnis einfach. Also. Ja, das Fazit. Ich denke, KIs sind einfach mächtige Werkzeuge, mit denen wir halt in vielen Bereichen immer mehr in Kontakt kommen werden. Also bei uns auf der Arbeit, in der Wissenschaft ist es wirklich schon massiv. Also wir arbeiten damit die ganze Zeit und gucken, was können die, wo können wir die einsetzen, wo halt auch nicht. Das sind so die Fragen, die wir uns da stellen und die wir beackern. Das ist aktuell Forschungsgegenstand. Noch die rasante Entwicklung von KIs ist total faszinierend, wobei man auch da sagen muss, als ich als Forscher sehe das anders, weil es gab halt einmal wirklich einen krassen Durchbruch. Das ist ein spezielles Paper, das nennt sich Attention is All You Need. Und auf dem basieren eigentlich sehr, sehr viele der heutigen Entwicklungen. Und seitdem ist eigentlich so ein großer Sprung nicht mehr passiert. Das ist halt das Interessante. Aktuell sprechen wir da eigentlich eher tatsächlich von Feintuning. Und das ist vielleicht auch eine recht spannende Sache. Können wir auch super gerne nochmal in einer anderen Folge beackern. Und ich denke auch, wie der Parabelritter richtig sagt, müssen wir über Informationsverarbeitung und Wissen von Fakten wirklich neu denken halt. Wir müssen Informationsverarbeitung zur Grundlage unseres Lernen und Lehrens machen. In einer Zeit, in der das bloße Wissen von Fakten beinahe obsolet geworden ist, rückt immer mehr ins Zentrum die unbeschreibliche Menge an Eindrücken, die permanent auf uns einprasselt. Also da braucht man irgendwie schon noch mehr Medienkompetenz, mehr Kompetenz, was Informationen angeht. Das kann vielleicht einen ganz anderen Stellenwert in unserem Leben bekommen. Ich denke, damit ist eigentlich jetzt erstmal alles gesagt, weil es ging jetzt hauptsächlich um diese Tests und ich hoffe, ihr habt in diesem Video ein bisschen mehr verstehen können, wie diese Tests funktionieren und dass diese zwar sehr spannend sind, besonders für die Entwickler von KIs, aber dass man hier wirklich nochmal genau hinsehen muss und das auch richtig einsortieren muss, sonst und dass man nicht die falschen Schlüsse ziehen darf. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Genau. Ja, bis dahin. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.